Bei der ersten WM-Qualifikation in Stuttgart gingen 13 Männer im Mehrkampf an den Start. Der doppelte olympische Silbermedaillengewinner Marcel Nguyen vom TSV Unterhaching zeigte ein abgespecktes Programm. Ihn konnten die 1500 Zuschauer in der Scharena am Reck, Pauschenpferd und dem Barren sehen. An seinem Paradegerät Barren lieferte er eine starke Übung ab und zeigte sogar seinen Zuckerhaareabgang sicher in den Stand. Dafür wurde er mit einer Punktzahl von 14,7 belohnt und wurde damit Zweiter an diesem Gerät. Philipp Herder vom SC Berlin startete mit einer sicheren Pferdübung in den Wettkampf. Der starke Mehrkämpfer musste einen kurzen Schockmoment am Sprung verkraften. Nach seinem Sturz beim Überschlag Doppelsalto hielt er sein Knie mit schmerzverzerrtem Gesicht fest. Er konnte aber dennoch die restlichen Geräte absolvieren und landete auf Rang 6. Nils Dunkel vom MTV Erfurt bestätigte seinen 4. Platz am Barren bei der EM mit einer starken und sicheren Barrenübung in Stuttgart. Er erhielt 14,2 Punkte und sicherte sich im Mehrkampf Rang 4. Ein Erfolgserlebnis konnte auch Andreas Brettschneider von der KTV Chemnitz feiern. Er verzichtete auf das nach ihm benannte Element, turnte dafür aber seine Reckübung durch und erhielt 13,95 Punkte, was Platz 2 an diesem Gerät bedeutete. Nach einem soliden Auftritt des 29-Jährigen reichte es für Platz 3 in der Endabrechnung. Andreas Tober vom TK Hannover zeigte einmal mehr seine aufsteigende Form und dass er speziell am Pauschenpferd keine Konkurrenz zu fürchten braucht. 81,05 Punkte bedeuten am Ende Rang 2 im Mehrkampf. Ein Ausrufezeichen setzte Lukas Dauser vom TSV Unterhaching. Der 25-Jährige kehrte nach seinem Kreuzbandriss und einer mehr als einjährigen folgenden Zwangspause topfit zurück. Am Barren gelang ihm eine fast perfekte Übung, die ihm den Wettkampfhöchstwert von 15,3 Punkten einbrachte. 81,2 Punkte bedeuteten zudem den Sieg in der Gesamtwertung und einer perfekten Ausgangslage, um bei der zweiten WM-Qualifikation bei der DM in Leipzig das Doha-Ticket zu sichern.